Sie haben mich schnell an der Burg gefunden. War das ein Test? Ob ich Ihrer Sache verpflichtet bin? Unsere Leute sollten hingerichtet werden. In der Vergangenheit war nicht immer Verlass auf die Alliierten. Ist es das, was Sie wollen? Sie testen. Probieren Sie's. Na gut. Ein Eisenbahngeschütz steht am Viadukt. Es hat viele unserer Leute getötet. Und wenn die Alliierten kommen, wird es auch viele ihrer Leute töten. Warum haben Sie es nicht selbst außer Gefecht gesetzt? Betrachten Sie es als Herausforderung. Ah, der Scharfschütze. Mein Name ist Lucio. Ja, Lucio, aus der alten Burgruine. Der Engel hat euch rechtzeitig gerettet. Ja, er. Das hat sie. Sie ist ein barmherziger Engel, hm? Naja, eher ein Racheengel, wenn ich mir die Anzahl der getöteten Faschisten so ansehe. Mag sein, aber sie tötet nur böse Männer, hm? Und was ist mit ihnen? Töten sie auch nur die Bösen? Aber ja doch. Karl, Sie haben ein Englein gehört. So ist es. Passen Sie auf. Ich habe einen Informanten namens Dorfmann. Weit oben in der Nazi-Hierarchie. Kann man ihm trauen? Nun, bisher war er stets eine verlässliche Quelle. Angeblich gibt es ein größeres Munitionsdepot in der Nähe des Viadukts. Und Sie wollen, dass ich es zerstöre? Da fragen Sie noch. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Amerikanischer Aufklärer über Reggilino abgestürzt. Konstruktion streng geheim. Unbedingt Piloten samt Luftaufnahmen finden. Außerdem Flugzeugwrack zerstören. Ende. Hab verstanden. Ende. Damit willkommen. Ich muss irgendwie an dieses Eisenbahngeschütz rankommen. Los, wie? Das werden wir ja gleich rausfinden. Und damit willkommen zurück zu Sniper Elite 4. Hier, diesmal in so einem weidigen Gebiet, wollen wir das Ding da hinten ausschalten. So ein Geschütz oder so eine Kanone an so eine Eisenbahn dran. Dann müssen wir noch einen Pilot finden, ne? Flugzeug ausfindig machen, das abgestürzt ist. Checkpoints räumen, dann Transportlager der Nazis ausschalten und den Sergeant KFS, ich weiß nicht für was KFZ steht, auf jeden Fall ein Sparwagen und dann noch ein Munitionslager zerstören. Mal gucken, ob wir alles machen oder nur die wichtigen. Also nicht diese Kompass-Aufgaben. Das werden wir alles sehen. Auf jeden Fall haben wir ja genug Zeit. Gut. Und wir haben den Engel mal getroffen. Was ich ein bisschen komisch finde bei diesen Gesprächen, dass das so halt, als würden die gerade in so einem riesigen Raum sein. In so einer Kirche zum Beispiel. Und dann halt das so. Das finde ich halt ein bisschen, naja, nicht gut gemacht. Aber na gut. Kannst du ja auch nicht irgendwie einstellen oder so. Okay. Was ist hier los? Oh, hier sind schon die ersten Nazis. Normaler Tag in Dresden. Okay. Da hinten haben wir einen Wagen. Erstmal scannen. Okay, ein Wagen. Schickimicki-Wagen. Ach, die Nazis mit ihren Schickimicki-Wagen. Ein Offizier. Ein Infanteriesoldat. Und da hinten ist noch so ein Generator, der die ganze Zeit irgendwie am Explodieren ist. Oder der macht die ganze Zeit solche komischen Splitter-Effekte. Ah, den da hinten habe ich auch gesehen. Zeig dich.
Ja, irgendwo in dem Bereich. Da. Da. So, jetzt müssten wir ja alles hier gescannt haben. Obwohl, der da hinten noch. Da. Jawohl. So, wie gehen wir da jetzt vor? Ich würde jetzt erstmal leise vorgehen, bevor wir unser fettes Sniper da benutzen. Wir killen einfach mal hier den Offizier. Oh mein Gott, nicht daneben schießen. Eieiei, das war schon fast peinlich. Gut, Offizier gekillt. Ist ja noch nichts bemerkt, haben die. Eieiei. Ich bin nicht da. Ist genau in meiner Reichweite. 3, 2. Warte. Warte. Scheiße. Ich habe ihn gerade noch gekillt. Aber die haben trotzdem den Alarm geschlagen. Ich kann da durchschießen. Und es ist doch nur Holz. Warte. Alte Deckung! Boah. Ich bin auf die Fresse geschlagen. Das sind noch mehr. Das ist mich verarschen, Alter. Schön die Luft anhalten, wenn man schießt. Ich muss gucken, ob die. Nee, da muss ich ja hinkommen. Ja, jetzt kann ich. Hä? Ja, bestimmt haben die mich da jetzt gesehen. Das macht natürlich Sinn. Sorry, ich musste da jetzt speichern. Mit irgendeiner Taste kann ich doch pfeifen. F war es gerade, oder? Nee, da kann ich nur Medibag rufen. Wo könnte man denn nochmal pfeifen? Oh nein, nicht schießen. Nein, nicht schießen. Warte, ich guck mal kurz. Wo kann man denn nochmal pfeifen? Wo sieht man hier? Steuerungslayout. Ich bin nicht Controller. Aus der Tastatur. Ich weiß, dass man pfeifen kann. Und mit welcher Taste? Steht hier leider nicht, oder? Dieses Knacken nervt, Alter. Nee, ich glaube, das kann man hier nicht. Ich dachte, hier konnte man so pfeifen. Naja, dann nicht. Muss ich dich jetzt einfach so erschießen? Pass auf, Stellen uns einfach hier in diesen Gebüsch. Okay, nee, bringt nichts. Wir sind ein bisschen weiter hinter. Genau, hier. Hier ist ein guter Winkel. 3, 2. Ach, Scheiße, er bewegt sich. Noch nicht. Junge! Hör auf, dich die ganze Zeit zu bewegen! Fehle ich auch noch 5 Mal. Alter. Er bewegt sich auch 5 Mal, Junge. Regt mich das auf. Du kleiner Bastard, echt. Schieß dir den Schädel ab. Ist mir jetzt egal, dass ich jetzt entdeckt wurde. Dahin. Bleib doch bitte stehen! Oh! Sorry, dass ich jetzt so schlecht bin. Ja. Alter, ich stehe mich aber auch gerade an. Gut, dass er explodiert ist.
War's das? Ist immer noch rot. Nee, das war's. Boah. Die bleiben auch nicht stehen, Junge. Sie müssen erstmal ein bisschen Hampelmann spielen und fünfmal sich hier hin und her bewegen. Ah, ist das nervig. Aber okay, wir haben's. Und hier haben wir das abgestürzte Flugobjekt. Ich hoffe, hier sind keine. Müsste ja nicht sein, weil... Hä? Wieso sind hier welche? Oh, scheiße, Fahrzeug. Weil die hätten mich ja gehört. Ich habe ja richtig krass rumgeballert. Warte mal, das können wir gleich ausschalten. Das ist nämlich ein Ziel. Ah, bleibt da stehen. Das da ist voller Munition. Ich muss ihn aufhalten. Ich hab's so hart getroffen, come on. Das will ich jetzt nochmal versuchen. Also wenn der Laster schon hierher kommt, dann direkt schießen. Ich nehme direkt einen Scharfschützengewehr, egal ob ich jetzt laute Geräusche macht. Was sieht mich denn? Genau, hier ist der perfekte Winkel. Der Laster ist voller Munition. Ich muss ihn aufhalten. Wir stellen uns hier hin. Das kann doch nicht wahr sein. Ich baller fünfmal auf diesen Laster und der geht nicht kaputt. Egal, jetzt scheiß mal auf den. Gut, jetzt haben wir ein paar mehr Schwierigkeiten. Der da hinten hat mich entdeckt. Es wird immer lächerlicher. Versuch den jetzt die Hoden abzuballern, Alter. Warte kurz, warte kurz. Eine unserer Aufklärungsmaschinen. Ein Prototyp. Die Nazis dürfen die Wrackteile nicht finden. Ich muss sie zerstören. Nur wie? Der Schweinehund soll leiden! Ich hab den getroffen. Ruhig. Wo ist er denn? Dort. Jetzt rennt er wieder weg, echt. Die nerven mich. Halt auf, wegzurennen. Ich baller den gleich so in die Hoden. Bleib doch bitte einfach stehen. Der will gar nicht aufstehen. Der wartet bestimmt auf so ein Teammate. Bis der einen wiederholt. Nee. Der ist jetzt ausgeblutet. Wo ist der andere Typ dort? Bauchschuss. Und wieso kriege ich keine Killcam? Hallo, ich will das gerne sehen. Wo denn? Wo war der jetzt? Da. Gleich habe ich keine Munition mehr. Was, Karl? Ich dachte, du hast ihn unendlich. Du Armer. Gut, ich brauche ein bisschen Munition. Mehr finde ich nicht. Ja, leider. Wo zum Teufel ist der? Hier bin ich. Und tschüss. Den letzten boxe ich einmal weg. Hallo. Also mit meinem Treff-Feedback muss ich echt noch üben. Treffsicherheit ist auch nicht so ganz mein Ding. Kurz durchatmen. Und zerstören wir mal hier das Wrack. Ich glaube auf der anderen Seite. Mann, Karl, wieso kannst du nicht springen? Zack. Gut, damit die unsere Superwaffe nicht kriegen. Na?
So muss es sein. So viel zu dem Flugzeugwrack. Okay. Finde den abgeschossenen amerikanischen Piloten. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen von hier nach dort und machen hier die zwei. Und der Rest, keine Ahnung. Mal gucken, ob wir das machen. Und dann gehen wir hier so rum. Haben wir schon mal eine Route. Okay, ein Fahrzeug. Sondern hier. Da ist ein. Er ist passiv. Interessant zu wissen. Ich könnte von hier aus schießen, ohne dass mich jemand bemerkt. Den Typen. Hinlegen. Luft anhalten. So viel zu dem Flugzeugwrack. Du hast kein Trefferfeedback, wenn der Typ ein bisschen weiterläuft. Das ist so schlimm. Scan den jetzt nochmal. So. Jetzt lege ich mich wieder hin. Nehme die Sniper. Und dann schön Luft anhalten. Jetzt. LOL. Es hat wirklich geklappt. Keiner hat's bemerkt. Keiner hat's bemerkt. Wie nice war das denn? Okay. Da hinten haben wir auch noch einen. Der ist auch wieder passiv. Rochfieber, Sohn eines Obst. Lol, ich finde geil, wie da alles steht. Das ist cool. Ey, ich habe den perfekten Winkel gefunden. Keiner bemerkt mich, keiner hört mich. Auch wenn meine Sniper lauter ist als die Playstation. Das ist halt wirklich. Gut. So, dann, werden wir jetzt nochmal nach noch einem Feind suchen. Hier gibt es bestimmt noch einen. Im Sichtfeld, oder? Oder auch nicht. Schade, ich dachte, hier wäre einer. Mann. Gut, dann gehen wir mal hier. So, aber hier ist auch keiner. Wo seid ihr denn? Oh, ihr Nazi-Boys. Ich würde euch gerne sehen. Okay, hier sind welche. Und wenn ich jetzt hier schieße, dann hören die mich. Gehe ich ein bisschen weiter weg. Hier so bei diesem weißen Baum. Stehe ich mich... Nee, ich lege mich lieber hin. Und das ist so eine kleine Wache. Und dann schießen wir direkt sie weg. Meine Munition ist fast alle. Fuck, stimmt tatsächlich. Ach, kacke, jetzt haben sie mich doch gehört. Lass uns da reinschleichen. Leise. Ich finde den abgeschossenen amerikanischen Piloten. Aber klar doch. Sollten natürlich immer das Gebiet erstmal sichern. Muss den kurz looten. Ich hoffe, keiner kommt jetzt zu mir. Oh, hi. Das ist alles. Bruder. Ein scheiß Stahlhahn. Wie? Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit lade. Aber wenn ich jemand mit einer Pistole auf den Kopf schieße und er trotzdem lebt, kapiere ich gar nichts mehr. Das wird sehr nützlich sein. Schieß den jetzt nochmal ab. Hör auf, dich zu bewegen. Na endlich. Was bist du denn für? Geh mal weg, Alter. Ist der blind?
Okay. Sieht so aus, als haben wir alles im Griff. Hier ist so eine Kirche. Der Leichnam des abgestürzten Piloten. Ich muss an die Filmdose ran. Diese Aufnahmen könnten unbezahlbar sein. Nice. Da haben wir die Filmdose vom Toten. Wo kommt er denn her? Geh mal weg, Alter. Stör mich hier nicht beim Beten. Ey, da kommt er auf einmal rein und stört mich hier. Also, so geht's mal nicht. Ich weiß, du bist beim obersten Führer. Aber das heißt auch nicht, dass du mich hier stören musst. Gehen wir mal hier rauf, auf der Kirche. Um uns einen besseren Überblick zu schaffen. Ah, Alter. Der war nicht nett. Okay. Dann schießen wir den gleich ab. Ja. Bleib stehen. Bleib stehen. Dann bleib doch bitte stehen. Ach, ich hasse ihn. Den kriegen wir. Jo, Karl. Spring doch nicht so krass. Hallo. Puh. Wie viel Munition habe ich noch? Ja, genügend. Von meiner Sniper-Rifle. Okay, im Hof sind auch noch welche. Wie blöd ist denn das? Hallo. Hä? Au! Okay, das hat er jetzt eh nichts gebracht. Was? Was war das? Was war das? Was war das bitte? Och, nee, ein Scharfschütze. Ist der da hinten oder ist der hier vorne? Den mach ich ständig mal hin. Ich lauf mal. Stimmt. Er kann da hinten sein. Ich weiß nicht. Naja, kümmern wir uns später darum. Nee. Hier vorne ist bestimmt einer. Kommt doch dieses Blitzlicht. Ja, aber wo denn? Da vorne. Beide Ernie und Bert kriege ich euch.